Der Fall der Tote im Extrawaggon begann, wie so oft, ganz harmlos. Holmes und ich dachten an nichts Böses, als wir auf dem Bahnsteig Marley Junction an der Stadtgrenze Londons warteten, um einen Ausflug aufs Land zu unternehmen. Wobei ich zugegebenerweise eines bestimmten Punktes wegen doch reichlich irritiert war, wenn ich mich recht erinnere. Oh, hier sind die drei Fahrscheine schon, meine Herren. Oh, sehr gut, Inspektor Lestrade. So geben Sie sich doch wenigstens ein klein wenig Mühe, lieber Watson. Es soll immerhin für uns alle ein einigermaßen angenehmer Ausflug werden, oder etwa nicht? Das ist nicht eben wenig verlangt. Und wenn schon? Was hat Sie nur auf diese vollkommen hirnrissige Idee gebracht, einen Tag auf dem Land mit Lestrade zu verbringen? Wir müssen uns auch weiterhin mit ihm gutstellen. Ach. Ruhig jetzt, da kommt er. So, für jeden einen Fahrschein, bitte. Oh, danke sehr. Dr. Watson. Oh, danke vielmals, Inspektor. Wie nett von Ihnen. Ach, nicht doch. Es war mir ein Vergnügen. Was bekommen Sie dafür? Oh, lassen Sie mal, Mr. Holmes. Wir können später abrechnen. Na ja. Oh. Und ob wir beide später abrechnen werden, Holmes? Aha. Alles in Ordnung? Oh ja, bestens, Inspektor. Bestens. Aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen hatte Holmes ausgerechnet den unerträglichen Inspektor Lestrade gebeten, uns auf der Fahrt ins Blaue zu begleiten. Und irgendwie hatte er auch vergessen, mich bei unserem Aufbruch darüber in Kenntnis zu setzen. Jetzt könnte unser Zug aber wirklich langsamer kommen. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Noch etwas Geduld, Gentlemen. Erst einmal muss der 9.30 Uhr durchrauschen. Aha. Moment mal. Der ist aber schon 5 Minuten über der Zeit, Herr Stationsvorsteher, wenn ich das mal anmerken darf. Tja, das ist bei diesem Zug leider nichts Neues. Er ist also immer unpünktlich. Genau das, Sir. Und bringt damit jedes Mal den gesamten Fahrplan durcheinander. Sowas sollte man verbieten. Das sage ich Ihnen. Sie können ja auf Polizeiebene mal versuchen, etwas dagegen zu tun, Lestrade. Das werde ich auch. Vermutlich hat man im Verkehrsministerium nur auf Ihre Eingabe gewartet. Was sind Sie denn so spitzzüngig heute? Ich? Ich bin doch nicht spitzzüngig. Doch, genau das sind Sie. Ach. Und zwar schon seit wir im Yard aufgebrochen sind. Stimmt's nicht, Mr. Holmes? Nun ja. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sind ja wohl der... Hm? Ich glaube, da kommt der säumige Zug. Ja, was bin ich? Ja, das ist der 9.30 Uhr. Na, endlich. Dr. Watson, was ist denn nun? Wenn Sie es denn unbedingt wissen wollen, Sie sind in meinen Augen... Ist der Zug nicht viel zu schnell? Ja, stimmt. Da ist doch was passiert. Nein, das hat schon alles seine Richtigkeit. Er hält hier gar nicht. Er hält hier nicht? Nein. Aber vermutlich wird nur der Extrawaggon abgekoppelt und dieser rollt dann auf das zweite Gleis. Genau das. Ach so. Dass es so etwas immer noch gibt. Ja. Wir Engländer lieben und pflegen unsere Traditionen eben. Und das weit mehr als andernorts. Ich meine, gehört zu haben, dass es die abgekoppelten Extrawaggons in Kontinentaleuropa mittlerweile gar nicht mehr gibt. Ach, das mag sein. Sieh an. Und wer koppelt den Waggon ab und führt die Bremsung durch? Ja, das interessiert mich auch. Mein Kollege Joe macht das. Wir hier vor Ort müssen nur dafür sorgen, dass die Weiche entsprechend umgestellt wird, wenn der Rest des Zuges durchgerauscht ist. Ah ja. Ach so. Dann kann in aller Ruhe ausgerollt und gebremst werden. Oh, na ja, in aller Ruhe? Ich weiß nicht. Finden Sie nicht, dass der Zug ganz schön schnell ist? Ja. Doch. Und der Extrawaggon ist auch noch nicht abgekoppelt. Richtig. Was ist da nur los, Herr Stationsvorsteher? Tja, das ist in der Tat seltsam. Da, sehen Sie mal. Jetzt ist er abgekoppelt. Gott sei Dank. Sei gut. Aber was ist das? Die Passagiere im letzten Waggon hängen ja alle an den Fenstern. Ja. Was ist denn heute nur los? Bremsen! Dieser Joe muss doch bremsen! Sowas! Joe! Ach, boah.
Na also. Buchstäblich in letzter Minute. Schnell, meine Herren, kommen Sie. Ja. Joe, was ist denn nur los bei euch? Es ist ein Mord geschehen. Oh, wie bitte? Liebe Güte, dachte ich es mir doch, dass es etwas Ernstes ist. Ruf die Polizei. Ja. Überflüssig. Die ist ja schon da. Sie sind von der Polizei. Ganz recht. Sie stehen vor Inspektor Lestrade von Scotland Yard. Ah. Ach ja, und das sind Mr. Sherlock Holmes. Oh. Und Dr. Watson. Ich bin beratender Detektiv und Dr. Watson... Ich bin sein Freund und Chronist. Ja. Ich weiß. Ich habe über Sie gelesen. Ach, umso besser. Wenn wir dann bitte... Ja, natürlich. Sehen wir uns erst mal an, was passiert ist. Genau das. Danke. Sie brauchen wir nicht. Das schaffen wir mit Ihrem Kollegen Joe schon allein.